Verdammte Scheiße. Toll, Motorrad wieder kaputt. Und weiter geht's. Dick, was ist da los? Woher weiß er das? Woher weiß er, dass hier was los ist? Alles okay? Nein, 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 alles gut, wirklich. Das waren wahrscheinlich nur Warnschüsse, sonst wäre ich ja schon tot. Dick, weißt du noch, als ich sagte, dass du lebensmüde bist? Ja, hast du recht. Ja, ich schaff das schon. Dicken Ende. Da hat er aber recht. Betäubung wirkt nicht. Oh, doch tut sie. Sonst hätte das Viech dir schon längst den Kopf weggerissen. Doc, beeil dich. Scheiße, wo liegt dich, verdammt? Ach, krass. Sie kommen. Bin mir so weit. Was machst du denn? Das war's, wir hauen ab. Shit, los geht's. Los. Aktion abbrechen, abbrechen. Los, los, los. Kommt los jetzt. Oh mein Gott. Das sind die Außenseiter. Die mag eh keiner. Mal gucken, wann es der letzte geschafft hat. Ja, ich glaube, das dauert noch ein bisschen. So dunkel. Ich glaube, die kriege ich so nicht weg, ne? Die muss ich, glaube ich, erschießen, alle Mann. Warum habe ich denn jetzt die Waffe in der Hand? Ich kotze gleich in irgendwo. Ansevenia! Ich hab kein Aim! Amsterdam Bayer! Als ob! Ich hab noch nie so viel Munition vergeudet gegen Zombies. Dicker, was geht? Er lädt noch nach. Er lädt nach. Ja, er tötet mich. Ich habe keine Chance. Ich glaube, es ist aber auch spät. Ne? Es ist spät, ich bin müde. Ich stream seit 5 Stunden? Ah ne, seit 11 Stunden oder so. Deswegen ist auch jetzt hier. Verdammt, gib das wieder her! Ich schieße es. Scheiße, das ist meins! Muss ich da hinterher? Komm, das brauche ich, ganz ehrlich. So. Vorher renne ich da nicht hinterher! So, jetzt können wir gerne. Endlich, die Scheißkerle sind verdammt schnell. Kein Aim mehr, ne? Okay. Aim ist komplett weg. Da. Sieht aus, als ob sie hier scheiße Freaks hüten. Keine Ahnung, die hatten einen Krabbler in der Schlinge und haben ihm einen Peilsender oder sowas angesteckt. Was? Hüten? Wie meinst du das? Also, die fesseln sie und nehmen Proben von ihnen oder sowas, wie diese Typen in den Tierdokus früher. Ziemlich abgefuckt.
Schwärmer haben sie vertrieben. Die haben sich verpisst. Sie haben was dagelassen, ein Funkgerät. Warte, du glaubst doch nicht etwa, Sarah... Nein, ich weiß es doch nicht. Okay, er lebt, Boozer, er ist am Leben. O'Brien, das waren Neros. Ich werde versuchen, ihn aufzuspüren. Ich brauche ein paar Antworten, Mann. Verdammt. Okay. Ich kann schon bald wieder fahren. Ich helfe dir, Dick. Wenn er lebt, finden wir den Penner. Da hast du verdammt nochmal recht. Ich melde mich später nochmal. Liegen Ende. Okay, O'Brien. Keep out. Wo zur Hölle steckst du? Darf da nicht reingucken, das nervt mich gerade. Ich hätte gerne noch ein bisschen weiter geguckt, was es hier eventuell noch so alles gibt. Was ist das denn? Haben wir eigentlich mittlerweile mal wieder ein Level-Up gehabt? Nö. Da musst du echt Missis machen ohne Ende. Sonst gibt's kein Level-Up. Was sagt denn eigentlich unser Tuftuf hier? Zustand ist bei... Weiß ich nicht. Ich reparier mal ein bisschen. Mal sehen. Minus ein Schrott. Das heißt, wir haben es ein bisschen repariert, ja? Mal sehen, was da geht. Ich krieg das schon hin. Minus ein Schrott. So, ich will meinen ganzen Schrott nicht dafür verbrauchen. Das können wir auch gegebenenfalls woanders reparieren. Auf der Suche nach etwas. Kehr zu deinem Bike zurück. Ich habe mich verfahren. Könntest du mir helfen? Wie bitte? Verfahren? Ja, ich suche die Old Belknap Road und hier gibt's irgendwie keine Schilder. Das soll wohl ein Witz sein. Nein. Was? Was ist denn? Was? Oh. Na toll. Das ist echt super. Einfach toll. Wirklich super. Also, wie komme ich jetzt? Was? Sorry, ich weiß nicht, wo Belknap. Ja, das war's. Und ich weiß nicht, wo das ist. Keine Ahnung. Tut mir leid. Hm. Das heißt nein? Nein. Okay. Tja, trotzdem danke. Hey! Okay. Soll ich dich mitnehmen? Ja, gerne. Und danke, dass du endlich fragst. Ich bin Sarah. Ich bin Deacon. Oh, sorry. Waren wohl schmutzig. Ich weiß nicht, wie steigt man auf dieses Ding? Ganz einfach, schwing einfach dein Bein drüber. Okay, ja. Also rauf. Wow. Okay. Sind sie nicht süß zusammen? Hey! Hey! Gut festhalten. Vielen, vielen Dank. Oha. Kein Problem. Es ist nur, ich habe kein Netz und... Naja, also hier gibt's einen Teich, aber zum Fischen, also... Nein, ich meinte Handyempfang. Ja, ich weiß. Ja, natürlich. Na egal. Wie schön also, hier noch alles was aussieht. Was macht ein Mädchen wie du an so einem Ort? Tja, das frage ich mich auch andauernd. Ich studiere, also ich untersuche Sachen. Danke, ich hatte keine Ahnung, was studieren heißt. Tut mir leid. Studieren heißt doch nicht Sachen untersuchen. Du studierst Pflanzen? Ja. Hey, Vorsicht! Scheiße! Oh. Arschlöcher! Oh mein Gott.
Bist du okay? Ja, nur... Oh, Himmel, das war knapp. Hey, bist du wirklich okay? Mir geht's gut, das ist nur... Oh mein Gott. Hey, hey, ich habe Handyempfang. Hey, ja, mir geht's gut, aber Ihr Auto ist echt eine Dreckskarre. Sie müssen mich abschleppen. Ich bin, keine Ahnung, auf der, keine Ahnung Road wo. Road 42. Road 42? Ja, etwa eine Meile rauf. Ja, bis gleich. Komm, ich bring dich zurück zum Auto. Wir warten auf den Abschleppdienst. Hätte er es aber auch direkt anrufen können. Okay, na schön. Wenn die Typen zurückkommen, dann nehmen die dich sicher gerne mit. Okay, na gut. Alles klar, ich muss nur... einen Moment. Die werden gleich hier sein, okay, also... Okay, scheiß drauf, los geht's. Aber fahr dieses Mal vorsichtiger, ja? Kann der noch nichts für? Du hattest dich nicht wirklich verirrt, Sag mal. Oder? Naja, das kommt darauf an, wen du fragst. Meine Ex würde sagen, ich weiß nie, wo es lang geht. Da geht's wieder Na, zurück. Hier kennst du dich jedenfalls gut aus. Du bist also nicht von hier, ha? Huh? Nein, ich komme aus Seattle. Die Firma, für die ich arbeite, hat hier gerade ein Labor eröffnet. Also bin ich hergezogen. Mitten ins Niemandsland. Um Pflanzen zu studieren. Genau, stimmt. Das habe ich schon erzählt. Also, die Firma, für die ich arbeite, sie arbeiten für diese Biotechnikunternehmen und einige der Pflanzen, die ich untersuche, die sind ziemlich selten. Wusste ich's doch. Hier. Das ist das Beste, was ich je gehört habe. Sieht so großartig aus. Oh, was zum Teufel? Cleet, wir kriegen Besuch. Alles klar, die Herren. Oh. Wo ist denn hier meine Tastatur? Oh Gott. Ich kann nicht ausweichen. Ich kann mich schon verprügeln lassen. Ich kann nicht ausweichen. Schade. Immer noch so Was haben wir denn hier? Ein böser Biker, was? Ja. Ja, gib ihm noch eine. Ah. Los, weiter, schlag zu. Ist doch nicht so hart. Die guckt aufs Empfang. Oh. Wann lernst du, ich könnte eh nicht weiterbeugen. Oh ja, ja. Dem zeigen wir es, ja. Wie gefällt dir das? Wie wir es mit... Scheiße. Scheiße, verdammt. Moment, Moment, schau, der wartet auf mich. Gib Gas, verdammt. Los. Ja, zeig's ihm. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey. Tut mir leid. Nein. Das Ding war in deiner Tasche. Nein, ich hab's gesehen und... Oh mein Gott, ich hätte jemanden töten können. Naja. Oh, Scheiße. Ja, auch gar nicht so verkehrt gewesen. Musst du erst mal auf jemanden ziehen. Das hab ich noch nie gemacht. Schon okay. Das Ding in deiner Tasche und ich wollte die Polizei rufen, aber weißt du, ich hatte kein Netz und keinen Empfang. Ich warte hier mit dir, bis dein Typ kommt. Okay. Danke. So was hab ich noch nie gemacht. Ja. Kaum zu glauben. Ja? Ach ja, der gute Deke lässt sie sogar verprügeln für eine Unbekannte. Liebe auf den ersten Blick, oder? Buh! War eine schöne Geschichte. So haben die zwei sich auf jeden Fall kennengelernt und... Sie arbeitet tatsächlich, ich dachte ja schon, das muss ja irgendwas bedeuten, dass sie das die ganze Zeit aufhat, für ein Tochterunternehmen oder für irgendeine Firma, die für Nero arbeitet und hier schon anfängt, die ganze Scheiße zu untersuchen. Interesting. Ich muss meine Vergangenheit bewältigen. 19%. Dann ist schon wieder irgendein Event. Ich hab da... Nee, das passt schon, oder? Guck mal ganz kurz nach. Tucker.
Hot Springs Camp, bist du da? Alter, da, ich weiß nicht, was da abgeht, aber da liegt ganz viel. Marion Fox. Deacon, ich hab dir alles gesagt, was ich weiß. Oh. Jung, weiblich. Er kriegt zwei Headshots und kriegt keinen Headshot. Wo muss ich denn hinziehen, damit der geradeaus schießt? Das ist ja witzig. Nein! Kacke hier mit dem Quicktime-Event, ne? Der Liedner! Ich kotze dem gleich voll ins Gesicht. Sag mal! Haben sie dich auch mutiert? Ich hab dir alles gesagt, was ich weiß. Jung, weiblich. Warte, er hat Hungry Jim's erwähnt. Das alte Pfannkuchencafé an der Ostbrücke. Holzfällerfigur, Stapel Pfannkuchen, kenn ich. Okay, da fange ich an. Mach das. Und denk dran, bring sie mir. Ein paar Drifter kamen hier durch und haben ein paar Waffen mit uns getauscht. Vielleicht ist was für dich dabei. Ich werde dran denken. Dicken Ende. Oh, scheiße. Was ist denn hier passiert? Das frage ich mich allerdings auch. Vielleicht sollte ich mich mal umschauen. Yes. Vielleicht sollte ich mich mal umschauen. Du hast es auf den Punkt getroffen, Digga. So, haben wir auf jeden Fall coolen Stuff hier gefunden. Da oben liegt noch ein bisschen was. Ach nee, das sind Kräuter und so ein Quatsch, wa? Braucht man immer. Alter, der Wolf, ne? Der war ja heftig. So viel hat noch kein Wolf hier ausgehalten. Ich glaube, das ist eine kleine Horde. Ich glaube, das ist eine kleine Horde. Wie bleibt auch eine kleine Horde? Würde ich jetzt mal so sagen. Wow. Kleine Horde bleibt kleine Horde. Ja, was ist denn jetzt hier unsere Intention? Wir haben jetzt... Hier geht's weiter einfach? Ja. Irgendwie habe ich hier immer noch die Mission, oder? Boah, da ist noch Gott und die Welt in der Höhle drin, ne? Bin jetzt hier. Ach so, da ist gar nicht meine Missy. Hier ist jetzt die Missy. Bin da? Warum sind... Waren wir nicht hier? Du bist jetzt in Sicherheit. Oh, guck mal. Ach, hier das kleine Mädchen, was wir suchen sollten. Alles klar. Aber ich glaube, das machen wir nicht mehr heute, das kleine Mädchen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal wieder zu Copeland zurück. Da können wir dann beim nächsten Livestream unser Auto reparieren. Unser Auto reparieren, natürlich. Unser Motorrad reparieren. Ein bisschen Muni aufstocken. Hey, lass mich rein. Einer von den Driftern. Rein. Wobei, das mache ich jetzt noch schnell. Dann können wir beim nächsten Mal direkt loslegen. Ey, ja, du, reparier mal mein Rad hier. Mein Fahrrad sieht ziemlich beschädigt aus, du. Nachtanken können wir direkt auch noch kommen hier. Alter, war das teuer. War das teuer? Was zur Hölle? Haben wir neue Teile bekommen? Nee. Okay, Mann. Okay, so, der Händler. Die Küche. Ich will den eigentlich gar nichts geben, ne? Stapel verkaufen. Ich will den eigentlich nichts geben. Gucken wir mal ganz kurz, wie viel Beute. Ja, wir haben schon wieder einfach 46 von den Freaks gekillt, ne? Ich schau nur. Willst du was kaufen? Natürlich, zeig mal. Munition wieder nachfüllen für 48 und hier für 87. Das ist voll immer noch. Ja, cool.
Na dann. Cool, cool, cool. Leute, dann würde ich mal sagen, ich speichere hier an der Stelle.